Das Leben will dich prüfen, Junge, wie in Einzelhaft. Und diese Einzelhaft gibt dir deine Kraft. Aber guck dich an, du wirst alt und krank. Und dieses Alt und Krank raubt dir dein Verstand. Genieße das Leben, versuch das Beste draus zu machen. Und du wirst merken, du fängst wieder richtig an zu lachen. Ich meine richtig lachen, dass du das Leben spürst und dass du nicht mehr in deiner Vergangenheit umrührst. Hier, tja, hätte nie gedacht, dass ich einmal Gefühle zeige. Das ist der Grund, warum ich schon seit Stunden Texte schreibe. Doch einmal muss es sein, einmal muss es alles raus. Alter, sonst flipp ich aus und packe meine Fäuste aus. Doch heute scheint die Sonne, ich liebe unseren Sommer. Doch manchmal brauch ich Regen, denn ich liebe Blitze und Donner. Ich habe Angst jetzt, dass das Leben mich fickt, dass meine Mutter irgendwann an ihrer Trauer erstickt. Ja, ich geh nach Hause, finde überall gefüllte Blätter. Denn wir warten schon seit Jahren auf unseren Held und Retter. Und wieder mal hat ein Kinderschänder sein Kind gekickt. Merkst du, wie mein Rap deinen Kopf jetzt vergewaltigt? Und es geht immer weiter, denn du kannst es nicht begreifen. Denn du fängst wieder von vorne an wie ein kaputter Reifen. Das hier ist Umberto, alias Suspect, TwoEyes. Halt deine Fresse, Homie, hier steckt Blut, Wasser und Schweiß. Das Leben will dich prüfen, Junge, wie in Einzelhaft. Und diese Einzelhaft gibt dir deine Kraft. Aber guck dich an, du wirst alt und krank. Und dieses Alt und Krank raubt dir dein Verstand. Genieße das Leben, versuch das Beste draus zu machen. Und du wirst merken, du fängst wieder richtig an zu lachen. Ich meine richtig lachen, dass du das Leben spürst. Und dass du nicht mehr in deiner Vergangenheit umhörst. Hier, jetzt ist die Zeit, im Leben Ziele zu stecken. Und du hoffst, dein verdammtes Leben endlich zu retten. Homie, du siehst deine Mutter an, sie sitzt jetzt zu Hause. Denk über ihr Leben nach und mach dann erstmal eine Pause. Und dein Vater hört nicht auf, nachts aus dem Haus zu rennen. Sie zieht einen Schlussstrich, sie muss sich von deinem Vater trennen. Sie sagt, mein Sohn, jetzt ist es endlich soweit. Sie sitzt im Nebenzimmer, verzweifelt und weint. Yeah. Du denkst, sie, was ist aus uns geworden? Dein Leben ist im Arsch, du hast dein Herz verloren. Yeah. Mama hat sich leider gegen ihn entschieden. Trotzdem werdet ihr die Zeit ohne ihn besiegen. Yeah. Du sitzt in der Schule, passt nicht auf und denkst, schaff ich diesen Weg aus diesem Scheiß hier raus? Aber schon daran bist du wahrscheinlich selber, denn die letzten Jahre lebtest du in deinem Keller. Das Leben will dich prüfen, Junge, wie in Einzelhaft. Und diese Einzelhaft gibt dir deine Kraft. Aber guck dich an, du wirst alt und krank. Und dieses Alt und Krank raubt dir dein Verstand. Genieße das Leben, versuch das Beste draus zu machen. Und du wirst merken, du fängst wieder richtig an zu lachen. Ich meine richtig lachen, dass du das Leben spürst. Und dass du nicht mehr in deiner Vergangenheit umhörst. Hier, yeah.